Ahoi. Ahoi. Guten Tag, liebe Roßlauerinnen und liebe Roßlauer. Als Ihr SPD-Europaabgeordneter für Sachsen-Anhalt ist es mir eine große Freude und Ehre, Ihnen und Euch zum 800. Staatsjubiläum zu beglückwünschen. Meine Unterstützerurkunde habe ich mit nach Brüssel genommen, um hier im Europäischen Parlament für das Ehrenjahr der Schifferstadt zu werben und meine Verbundenheit mit meiner Region zu zeigen. Dass ich dieses in der Hauptstadt Europas bzw. heute hier in Straßburg mache, kommt nicht von ungefähr. Roßlau hat viele europäische Einflüsse, die die Stadt und die Menschen prägen und bis heute weiterhin prägen. Zu 1359 hieß es ja noch Dat Borchlen zu Roßlau, was auf die Gründung und Besiedlung Roßlaus von Bewohnern der niederländischen Ortschaft Reusel in Nordbrabant hindeutet. Genau 600 Jahre später, im Jahre 1959, wurde die erste Städtepartnerschaft zum französischen Argenteuil beschlossen. Dass heute zusätzlich Verbindungen nach Österreich, Polen und Litauen sowie Tschechien bestehen, finde ich einfach großartig. Und nicht nur möchte ich heute einige Worte in die Region verlieren, auch meine tschechische Kollegin Olga möchte Gratuluju sagen. Olga? Liebe Freunde, als tschechische Europaabgeordnete freue ich mich sehr, der Elbe und Schifferstadt Roßlau zu seinem 800. Jubiläum zu gratulieren. Das 800-jährige Bestehen der Stadt bringt eine Vielzahl an Ereignissen mit sich, aber ich möchte besonders noch ein junges Ereignis betonen. Im Jahr 2004 wurde die Städtepartnerschaft zwischen Dessau-Roßlau und Roudnice nad Labem in der Tschechischen Republik geschlossen. Der Austausch in wirtschaftlichen und kulturellen Fragen und die Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger über Stadtgrenzen hinweg kann ich als Europaabgeordnete nur begrüßen. Also, ich sende Ihnen tschechische Grüße aus Brüssel oder Straßburg. Und wünsche Ihnen erfolgreiche, friedliche und bunte Festtage im 800 Jahre alten Roßlau. Also, alles Gute, všechno nejlepší und tschüss. Ja, und damit Sie ein erfolgreiches Schifferfest haben, möchten wir Ihnen beide diese Europafahne überreichen. Diese Fahne geht an die Bürgermeisterin von Roßlau. Und wir haben vor, dass diese Fahne beim Schifferfest gezeigt wird, damit sie sich einreiht in all die anderen Fahnen der Städte entlang der Elbe aus Tschechien und aus Deutschland. Alles Gute und eine schöne Zeit und feiern Sie Ihr Jubiläum. Tschüss, ahoi. Ahoi.